Hey, hallo ihr Lieben. Ich bin's wieder, eure Steffi. Und da mich einige von euch gefragt haben, wie denn der Ablauf einer klassischen Klangschalenmassage aussieht, wollte ich euch heute dazu ein entsprechendes Video drehen. Also, was braucht es für eine Klangschalenmassage? Nach Peter Hess. Erstmal eine entsprechende Unterlage, um den Gast gemütlich und bequem lagern zu können, was einer der Hauptbestandteile ist, um in die Entspannung zu kommen. Dann haben wir wieder die drei klassischen Klangschalen. Einmal die große Beckenschale, die große Herzschale und die Gelenkschale. Diese drei sind vonnöten, um die Massage durchzuführen. In einem kleinen Vorgespräch gibt es dann noch den Anamnesebogen, der gemeinsam ausgefüllt wird, um den Ist-Zustand festzuhalten und gegebenenfalls Schwerpunkte in der Massage setzen zu können. Entscheidend ist es auch für dich als Gast, dass du wirklich bequeme Kleidung trägst, was oft als Frage gestellt wird und auch den großen Unterschied zu klassischen manuellen Massagen ausmacht. Ich habe schon meinen Gast entsprechend auf der Liege platziert und mit einer Decke zugedeckt, um bei der Entspannung nicht auszukühlen. Bei der Klangschalenmassage ist es so, dass maximal mit drei Klangschalen auf dem Körper gearbeitet wird. Diese werden in etwa so, wie ihr jetzt seht, auf dem Körper platziert. Die große Beckenschale wandert in erster Linie vom Solarplexus über den unteren Rücken auf das Steißbein und wird klingend über den Körper geschoben. Die große Herzschale platzieren wir auf dem Herzchakra, was zwischen den Schulterblättern liegt. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, mit einer dritten Klangschale zu arbeiten, mit der Gelenkschale. Wie man ja schon am Namen hört, ist diese für die Extremitäten geeignet und wird in erster Linie in den Kniebereich und an den Füßen sowie am Schulterbereich, den Armen und den Händen angewendet. Mit den entsprechenden Klängen, Schwingungen und Frequenzen können wir jetzt beim Körper, im Körper Impulse setzen und durch die zarte Vibration Blockaden im gesamten System lösen. Bei der klassischen Massage, Klangschalenmassage, ist der Fokus hauptsächlich auf Entspannung gesetzt, während auch andere Massagetechniken für spezifische Themenpunkte eingesetzt werden können. In erster Linie wird der Gast im Rückenbereich massiert, während wir dann im Vorgespräch ein Zeichen ausmachen,
welches in diesem Fall die Koshi ist. Das Setting abgebaut wird, der Gast sich drehen darf und wir dann die Vorderseite massieren, welches ich euch auch noch gerne zeigen möchte. Wenn wir dann den Gast gedreht haben und ihn wieder positioniert haben, werden wir wieder das Setting auf die Vorderseite bauen. Das heißt, wir beginnen wieder mit der großen Beckenschale im Solarplexus-Bereich. Und wandern dann nach einigen Anschlägen mit der Schale runter bis zum Sakralchakra. Anschließend stellen wir wieder die nächste Schale auf, die Herzschale, im Herzbereich auf das Herzchakra. Und auch hier können wir wieder mit maximal 3 Schalen arbeiten. Entsprechende Impulse im Körper zu setzen. Und über die zarten Schwingungen jede Körperzelle in Bewegung zu bringen und Blockaden lösen zu können. Wenn wir dann den gesamten Ablauf der Massage durchlaufen haben, wird nach und nach das Setting wieder abgebaut . Nachdem das Setting dann komplett abgebaut ist, gebe ich dem Gast nach der 60-minütigen Klangschalenmassage noch die Möglichkeit, in die Stille zu gehen, um so die Impulse, die wir jetzt gesetzt haben, mit den Schwingungen und heilenden Frequenzen im Körper zu verankern und sich neu ordnen zu können. Nach dem Moment der Stille gebe ich dem Gast mit meiner Koshi das Zeichen, dass er wieder zu sich finden darf und wir gehen gemeinsam im Anschluss ins Nachgespräch. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen Einblick in die Klangschalenmassage geben, habe euer Interesse geweckt und würde mich freuen, von euch zu hören und euch auf meiner Liege begrüßen zu dürfen. Bis dahin! Alles Liebe, eure Steffi.